Die Palliativmedizin war ja vor 20 Jahren was wirklich Besonderes. Und inzwischen sind wir sehr froh, dass wir auch hier mit der Palliativstation und mit dem Palliativzentrum Göttingen in die Regelversorgung übergegangen sind. Also ich glaube, das Besondere der Palliativstation ist allein schon das Ambiente. Das sind die Menschen, die hier arbeiten, die mit einer unglaublichen Energie und unglaublichen Zuwendung zum Patienten tatsächlich eine Atmosphäre schaffen, in der Patienten sich auch geborgen fühlen, manche sagen, fallen lassen können, zur Ruhe kommen können. Unser Ziel ist, dass wir für diese Menschen, die wissen, dass sie schwer krank sind, nicht heilbar sind, dass die Erkrankung fortschreitet und dass die Lebenszeit begrenzt ist, die bestmögliche Lebensqualität ermöglichen, erhalten oder sogar verbessern. Ich weiß, dass es im Leben sehr viel Tragisches und Schönes gibt und die Musik, gerade die klassische Musik, die verbindet das ja. Und auf der Palliativstation sieht das öfters tatsächlich mal so aus, dass ich dann aus der Stille heraus mal so ein paar Klänge eben anspiele. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich nachdem Musik erklungen ist, eine andere Stimmung wird. Also unsere Grundeinstellung ist, nicht nur der Patient hat ein Problem, auch das Umfeld hat ein Problem. Wir gucken auf den Patienten, wir gucken ganzheitlich und versuchen, das ganze System an sich zu erfassen. Der Mensch fühlt sich wahrgenommen, wenn gerade auch solche Methoden angewendet werden, und das ist das Wichtige. Wieder gesehen werden und sich wieder als Mensch fühlen und sich wieder so fühlen, als wäre man ein Ganzes und nicht nur die Erkrankung. Dieses Wahrnehmen dessen, dass man diese Informationen wirklich gut strukturiert, verarbeitet und dann zu einem Bild formt, wo man dann sagen kann, okay, wir können dem Patienten so und so helfen. Das ist Fingerspitzengefühl. Das kann ich schlecht beschreiben. Das ist einfach, das wächst. Das hat Erfahrung. Das ist ein Geist, der hier drüber ist. Ich bin relativ gerne hier auf der Station. Mit einem, mit dem ich mich sehr gut verstehe, sind wir sogar mal zum alkoholfreien Weizen in die Kantine gefahren. Und da ich Läufer bin, laufe ich gelegentlich auch vorbei, schaue einfach nur, will der Mensch heute noch einen Besuch, will er nicht, kriegt er Besuch oder nicht. Solange man ein bisschen fit ist, soll man sich nicht hängen lassen, denke ich mal. Und das darf ein anderer auch spüren. Es ist einfach eine Arbeit, wo viel Dankbarkeit auch zurückkommt. Man wird immer wieder zurückgeholt, was eigentlich wichtig ist. Ein Patient, der 3 Jahre von Klinik zu Klinik gewandert ist, kam dann hier auf die Palliativstation. Der hatte mir gesagt, wissen Sie, ich habe immer gefragt, wenn ich in die Klinik kam, wann komme ich hier wieder raus? Aber hier frage ich, wie lange darf ich bleiben? Das sind so Äußerungen, die einen auch wieder motivieren, weiter sich zu engagieren. Dieser Garten ist entstanden durch Fördergelder des Fördervereins. Das heißt, ganz viele Bürgerinnen und Bürger hier aus Göttingen haben gespendet und haben uns ermöglicht, dass dieser Garten gestaltet werden kann. Diese Möglichkeit, bei uns auf der Station zu sein, aus dem Fenster zu schauen, in diesen Garten zu schauen, hier gemeinsam mit Familie oder auch alleine oder mit den Physiotherapeuten laufen zu können, ist was ganz Besonderes. Und das ist eigentlich Leben. Und das so nah aneinander zu haben, die Palliativstation und den Kinderspielplatz, die Stimmen der Kinder, das ist was ganz Besonderes hier.